Hallo Leute, willkommen bei diesem LS22 Mod Update Vorstellungsvideo. Mein TARDIS Ladewagenpack hat ein neues Gerät bekommen und zwar diesen Wasseranhänger. Da ist es mir unter anderem gelungen, ihn einfärbbar zu machen. Daran arbeite ich schon seit 3 Jahren. Ja, und vor allem, was euch bestimmt noch mehr interessieren wird, ist, den gibt es jetzt in der Variante, die 200.000 Liter fasst. Wir können hier ja mal zu dem Wassercontainer fahren. Und natürlich warten wir jetzt nicht ab, bis die 200.000 voll sind. Das würde zu lang dauern. Wenn man in einem See oder Fluss Wasser holt, geht es schneller. Und auch wenn man an einer schnelleren Wasserquelle Wasser holt, geht es auch deutlich schneller. Dieser Container hier ist auf besonders langsam eingestellt. Und den gibt es auch in einer Variante, die nur 20.000 Liter fasst, für all diejenigen von euch, die wenigstens halbwegs realistisch spielen wollen. Wo haben wir den? Bei der Tierhaltung. So, hier gibt es den großen mit 200.000 Liter und dies hier ist der TARDIS M, der fasst 20.000 Liter. Das ist immer noch mehr als der aus dem Basisspiel. Aber das ist noch, naja, halbwegs realistisch. Und bei der Farbwahl hat man hier einmal dieses blaue TARDIS-Blau. Dann gibt es das auch mit so gebürstetem Metall. Und auch in Superchrom, dann sieht es fast schwarz aus. Und hier habe ich noch so ein metalliges Silber. So ähnlich sieht es im Original aus, wenn auch die Maserung etwas anders ist. Ja, und dann die üblichen Farben, das volle Programm. Wenn man sich dann mehrere kauft, kann man beispielsweise auch den für Milch in Weiß einfärben und den für Diesel in Braun oder so. Und die Designfarbe kann man auch ändern. Da gibt es auch die TARDIS-Farben. Und ansonsten, ja, wie man will. Und auch die Felgen kann man mit den ganzen Standardfarben einfärben. Ja, inzwischen ist er hier bei fast 20.000 Liter. Wie gesagt, andere Wasserquellen gehen schneller, aber für dieses Vorstellungsvideo wollte ich ein Basisspiel Wassergerät, also Wasserquelle benutzen. Gucken wir mal weiter. Es gibt nämlich noch mehr Änderungen an den vorhandenen TARDIS-Geräten. Am Ladewagen habe ich einige Änderungen gemacht, die ihr euch gewünscht habt. Und zwar ist die Breite der Aufnahme jetzt etwas breiter. Es nimmt jetzt 4 Meter breit auf, wie man hier sehen kann. Und ich wollte ihn jetzt nicht auch von der Breite her in ein super Fantasiegerät verwandeln, obwohl er das ja schon ist. Aber es gibt einige Schwarterzeuger. Ich glaube, der Krone Big X oder Big M macht zum Beispiel sehr, sehr breite Schwaden, habe ich gehört. Und die sollen wenigstens erwischt werden, auch mit einmal drüber fahren. Darum habe ich das gemacht. Und was ist noch? Er fährt schneller, bis zu 22 Stundenkilometer. Das können wir ja auch gerade mal ausprobieren. So, auf der kurzen Strecke. Beschleunigen. Ja, er hat es gerade so geschafft, ganz kurz. Und er lädt schneller aus. Und dann habe ich hier bei dem Anhänger auch noch eingestellt, dass er schneller auslädt. Denn bei der großen Menge, bei 200.000 Liter, dauert das ja sonst eine ganze Weile. Und jetzt geht das 10-mal so schnell, das Ausladen. Ratzfatz. Jetzt müssen wir vorfahren natürlich. Aber ihr seht, das geht ungeheuer schnell.
Okay, das war's auch schon. Dieses Update gibt's jetzt im Modhub für alle Plattformen. Und ich wünsche euch viel Spaß damit und noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.